Stop and Go, die aktuellen Straßensperrungen aus unserer Region. Mit den Sommerferien wird eine ganze Reihe weiterer Baustellen eröffnet. Ab Montag ist die B156 in Bluno komplett gesperrt, umgeleitet wird über die S234 sowie die B96 Hoyerswerda und dann die B97 in Richtung Schwarze Pumpe. Ende August soll der Straßenausbau beendet sein. Ebenfalls ab Montag ist die B96 zwischen Maukendorf und dem Abzweig zur S285 halbseitig gesperrt. Hier werden bis zum 31. August Rohre verlegt, eine Ampel regelt den Baustellenverkehr. Die S95 ist zwischen Schornau und Schiedl jetzt bis zum 8. August wegen Fahrbahnsanierungsarbeiten vollgesperrt. Auch hier ist eine Umleitung ausgeschildert. Die Kreisstraße zwischen Elstrau und Wieser ist ebenfalls ab Montag vollgesperrt. Der Verkehr wird bis Ende Juli in beide Richtungen über die S100, S94 und S105 umgeleitet. Ab Dienstag ist die Kreisstraße zwischen Weißig und Hermsdorf komplett dicht. Hier wird ebenfalls die Deckschicht erneuert. Eine Umleitung ist ausgewiesen. In Hoyerswerda ist die B97 halbseitig gesperrt, betroffen ist derzeit ein Abschnitt im Bereich des Wasserturms, eine Ampel regelt den Verkehr. Die B96 in Richtung Senftenberg ist in Hoyerswerda auf dem Abschnitt Gewerbegebiet Naht Einfahrt Altstadt komplett gesperrt. Für PKWs ist eine Umleitung über Neuwiese und die S234 ausgewiesen. LKWs müssen über die Startstraße bis zum Kreisverkehr Kortitzmühle und dann über Laubusch zur B96 fahren. Noch bis Ende August bleibt in Hoyerswerda ein Teil der Einsteinstraße vollgesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist innerstädtisch ausgewiesen. Noch bis Ende November bleibt es bei der Vollsperrung der B97 in Ottendorf-Okrilla. Die ausgeschilderte Umleitung führt ab Lausnitz über die B98, S100, Radeburg und die S177. Und in Zerre ist noch bis Ende September die Ortsdurchfahrt wegen Kabelverlegearbeiten teilweise halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel an den jeweiligen Baustellen vorbeigeleitet. Stop and Go, die aktuellen Straßensperrungen aus unserer Region.